Meine Kollegin Jeanette Clark beobachtet das Geschehen im Bundestag für uns. Jeanette, da werden ja heute einige Hochkaräter angehört, unter anderem der Generalbundesanwalt. Was genau wollen die Bundestagsabgeordneten in Erfahrung bringen? Die Abgeordneten möchten sich vor allem aus erster Hand erst einmal unterrichten lassen über die Abläufe in Sachsen. Denn das ist bis ins Detail ja noch gar nicht wirklich bekannt. Deswegen sind eben eine ganze Reihe von Gästen heute in die Bundestagsausschüsse geladen. Man möchte sich einen umfassenden Überblick verschaffen von den ersten Hinweisen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz schon Anfang September gehabt haben soll, über einen möglichen geplanten Anschlag des IS in Deutschland bis zum Suizid des Terrorverdächtigen al-Bakr, dann in der JVA in Leipzig. Deswegen ist folgerichtig eingeladen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Allerdings ist heute hier im Innenausschuss nicht der Präsident Hans-Georg Maaßen. Das hat den einen oder anderen überrascht. Aber man hat hier auch gehört, Hauptsache ist eine Vertretung da, die kompetent Auskunft gibt, nämlich darüber, wie der Informationsfluss war zwischen dem Verfassungsschutz und der sächsischen Polizei. Denn die hat erst kurz zuvor erfahren, dass sich überhaupt ein Terrorverdächtiger in Sachsen aufhält. Wie ist sozusagen die Zusammenarbeit dann natürlich gewesen? Was weiß man auch über die Anschlagsplanung? Und dann ist eine Delegation aus Sachsen hier im Innenausschuss mit dem sächsischen Polizeipräsidenten und auch dem Leiter der JVA Leipzig, wo sich dann der Terrorverdächtige al-Bakr das Leben genommen hat. An ihn wird es sicher einige offene Fragen noch geben. Und dann muss man sagen, ist hier natürlich der Generalbundesanwalt eingeladen als Gast in den Innenausschuss. Er hatte die Ermittlungen am 9. Oktober, also einen Tag nach der verpatzten Festnahme von al-Bakr, an sich gezogen. Allerdings den Terrorverdächtigen bis zu seinem Suizid weder nach Karlsruhe verbringen lassen zur Vernehmung, noch ihn in Leipzig vernommen. Und das kritisieren hier auch viele. Wir können mal reinhören. Wir haben für Sie zusammengestellt, was die Abgeordneten hier heute Morgen, bevor es dann in den Ausschuss ging, formuliert haben an offenen Fragen und an Erwartungen hier an die verschiedenen Gäste. Es beginnt Irene Michalitsch von den Grünen. Heute in der Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages beschäftigen wir uns ja auch mit der Causa Jabir al-Bakr und werden der Frage selbstverständlich nachgehen, wie es dazu kommen konnte, dass ein Mensch in der Obhut der sächsischen Justiz sich in seiner Zelle das Leben nehmen konnte. Allerdings ist für uns natürlich auch im Vorfeld die Frage relevant, inwiefern die Behörden gut oder auch schlecht miteinander zusammengearbeitet haben, als es zu der Festnahme von Jabir al-Bakr gekommen ist. Wir haben öffentliche Äußerungen des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der sagt, dass bereits Anfang September erste Informationen über mögliche Anschlagsplanungen hier in Deutschland vorgelegen haben, dass aber die sächsische Polizei erst am Freitag, bevor dann der Zugriff erfolgt ist, also einen Tag bevor der Zugriff erfolgt ist, über diese Umstände informiert worden ist. Und wir wollen natürlich wissen, wie dicht waren denn die Informationen, die das Bundesamt im Laufe der Zeit gewonnen hat? Und hätte sie nicht vielleicht auch die Strafverfolgungsbehörden früher über all diese Vorgänge informieren müssen? Einfach damit vielleicht auch ein entsprechender Planungsvorlauf hätte stattfinden können, um die Festnahme dann am Ende auch tatsächlich gut durchführen zu können. Das sind für uns ganz wesentliche Fragen. Wir kennen einfach diese gesamten Bezüge auch aus vergangenen Fällen, ob Sie jetzt beispielsweise die Sauerlandgruppe nehmen oder ob Sie den NSU-Fall nehmen. Auch da hat es immer wieder zu großen Problemen zwischen der Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und auch von Polizeibehörden gegeben. Und wir wollen dieser Frage auf jeden Fall nachgehen, wer wann über welchen Informationsstand verfügte. Insgesamt ist heute, glaube ich, wichtig, dass wir möglichst versuchen, mal einen Überblick zu bekommen, wie eigentlich die Abläufe dort gewesen sind. Denn es gibt viele Spekulationen, an denen will ich mich auch gar nicht beteiligen. Aber dass dort in Sachsen insgesamt irgendwas schiefläuft, das hat ja nun jeder mitbekommen in diesem Land. Und da hoffen wir, dass wir heute natürlich ein paar Informationen bekommen. Wie sind die Informationsflüsse gewesen? Wann hat beispielsweise sich der Generalbundesanwalt in Sachsen direkt gemeldet? Das wollen wir heute diskutieren. Und ich finde eine Frage wirklich nochmal interessant, ob wir nicht insgesamt in Bund und Land uns darüber eine Birne machen müssen, ob wir
wir nicht eine einheitliche Regelung im Vollzug in den Ländern herstellen müssen. Ob das nicht vielleicht auch eine politische Schlussfolgerung ist, die man in dem Falle mal völlig frei von Parteiinteressen wirklich sachlich diskutieren sollte. Ich glaube, das wäre jetzt eine Möglichkeit, das zu machen. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir jetzt heute ein bisschen Klarheit bekommen. Denn eins ist doch in Sachsen klar, das Hauptproblem ist dort diese Staatsregierung, die es gibt. Und das ist dort die CDU, die dort seit über 25 Jahren regiert. Und das ist ja nur ein Teil dessen, was dort falsch läuft. Und darüber wird es, denke ich, ist mein Gefühl, heute auch politische Auseinandersetzungen geben. Wir wollen heute natürlich nach den Abläufen fragen, die sich um die ganzen Vorgänge der letzten Tage ereignet haben. Ich glaube, wir haben heute die richtigen Leute im Ausschuss zu Gast, die uns die Antworten auf die Fragen geben können, die wir haben. Es geht uns natürlich um den Informationsfluss, wie es dazu kam, dass die deutschen Nachrichtendienste überhaupt Kenntnis von den Plänen des Herrn Al-Bakr bekommen hatten, bis hin zu seinem Suizid. Alles, was sich abgespielt hat, ist heute Thema im Ausschuss. Die entscheidende Frage ist für mich, ob ein Gefangener so bewacht wird, wie es notwendig ist. Das war aus meiner Sicht in Sachsen nicht der Fall. Und daraus müssen in Zukunft Konsequenzen gezogen werden, vor allem in Sachsen, aber auch natürlich überall anders. Wenn es 11:55 war, wenn wir noch nie so konkret vor einer akuten Terrorbedrohung standen wie in diesem Fall, müssen wir dann nicht, und das ist meine Frage, durch die Spezialisten, die wir haben, Generalbundesanwalt, Bundeskriminalamt, Zugriffseinheiten wie die GSG 9, an den Ort des Geschehens bringen und muss dann dort nicht durch den Generalbundesanwalt geführt werden? Das ist die Frage, die ich heute stelle. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland seit den Zeiten der RAF nicht mehr sich einer solchen Bedrohung gegenüber sah. Und wenn es so ist, dann möchte ich, dass die deutschen Sicherheitsbehörden mit aller Kompetenz, die sie haben, Flagge zeigen. Das ist auch eine Frage der mentalen Einstellung, wie wir an solche Terrorbedrohungen und Angriffe rangehen. Die Täter brauchen eine klare Sprache und die potenziellen Täter auch, dass wir nicht mit unseren Möglichkeiten sparen. Ja, Armin Schuster von der CDU, aus der CDU, aus der Union kommt vor allem die Forderung, dass der Generalbundesanwalt sich doch vehementer und vielleicht noch früher hätte in das Verfahren einschalten müssen. Er hat ja die Ermittlungen am 9. Oktober, einen Tag nach der geplatzten Festnahme, zwar an sich gezogen, allerdings den Terrorverdächtigen weder verhört noch nach Karlsruhe zur Vernahme verbringen lassen. Und das will die Union vor allem noch einmal thematisieren. Denn es geht ja auch vor allem darum, welche politischen Konsequenzen folgen jetzt aus diesem Fall Al-Bakr. Und da wird einmal thematisiert die Position des Generalbundesanwaltes, wie man damit in Zukunft umgehen soll, vor allem bei solchen Terrorgefährdungen. Allerdings sagen viele, die nötigen Gesetze, die gibt es ja alle. Es muss dann sozusagen in der Kraft des Handelns des GBAs liegen, des Generalbundesanwalts, was er aus dem Fall macht. Und dann wird hier noch etwas anderes thematisiert, nämlich warum es keine einheitlichen Regeln im Strafvollzug gibt. Die gibt es natürlich nicht, weil der Strafvollzug seit der Föderalismusreform Ländersache ist. Und deswegen ist es ja so, dass in einigen Bundesländern Videoüberwachung in Untersuchungshaftzellen möglich ist und in anderen, wie beispielsweise in Sachsen, nicht vorgesehen ist. Und hier wird die Frage gestellt, wie sinnvoll war das nun, dass jedes Land hier sein eigenes Süppchen kocht, von den Besuchszeiten bis zur Resozialisierung der Haftgefangenen hier ganz eigene Wege beschreitet, ob man sich politisch dann nicht verständigen kann, hier eine gemeinsame Regelung zu finden. Und das Dritte, was hier diskutiert wird, brauchen wir in Deutschland ein Bundesgefängnis oder zumindest einige zentrale Haftanstalten, in die Terrorverdächtige oder auch Gefährder inhaftiert werden können und dort besonders behandelt. Und da ist aber die Tendenz hier in der Tat, auch der Bundesjustizminister hat sich schon dazu geäußert, eher ablehnend, und er verweist beispielsweise auf die Erfahrungen, die man mit den RAF-Terroristen gemacht hat. Denn die waren ja in Stammheim zentral untergebracht. Und das gilt heute ja nicht gerade als Erfolgsgeschichte. In Stammheim haben sich ja beispielsweise Bader, Enzin und Raspe damals eben auch das Leben genommen. Aber das
sind die Themen, über die hier im Anschluss diskutiert werden wird. Seit 10 Uhr sitzt der Innenausschuss zusammen mit seinen Gästen und tagt immer noch. Es wird danach noch einmal Äußerungen und Statements geben, die wir dann natürlich auch für Sie beobachten werden. Ich gebe zurück zu Hans-Werner Fittgau nach Bonn. Ja, vielen Dank, Jeanette Clark, fürs Erste zur Sitzung des Innenausschusses, der versucht, den Suizid des mutmaßlichen syrischen Terroristen al-Bakr aufzuklären.